Hallo Leute, ich habe ein großes Problem. Dieser wunderschöne Atari ST ist mein und ich musste erstmal ein Videokabel basteln, damit ich überhaupt ein Bild bekommen habe. Das Video dazu ist schon eine Weile her, doch jetzt wollte ich mal mit diesem guten Stück ein Game spielen. Aber ich habe nicht eine einzige Diskette dafür. Kann ich mit diesem Teil heute noch was zocken? Also wie bekomme ich ein Spiel auf diesem Atari zum Laufen? Eigentlich ist das ja nicht schwierig, dachte ich zumindest. Einfach eine Diskette geschnappt und ein passendes Image draufgebügelt. Die Disk in den Atari reinstecken und einschalten. Aber natürlich besitzt mein PC kein Diskettenlaufwerk mehr. Okay, meine Zubehörsammlung ist ganz ordentlich und deshalb bin ich im Besitz eines USB-Floppy-Laufwerks, auf das ich jetzt mal versuche, so ein Image zu schreiben. Doch der Atari Floppy Imager, den ich heruntergeladen habe, Link in der Videobeschreibung, funktioniert nicht mit einem USB-Laufwerk. Steht zumindest oben in der Anleitung. Also, nächstes Tool ausprobiert. Das heißt Atari MakeDisk und ist ein DOS-Tool. Doch auch das steigt mit einer Fehlermeldung aus. Eigentlich auch alles nicht so verwunderlich. Das USB-Laufwerk ist anders in das System eingebunden als ein echtes Floppy. Entscheidend ist natürlich auch, dass im Atari ST ein 720 KB Laufwerk steckt. Da macht Windows schon mal nicht mehr mit. Und die Tools helfen da leider auch nicht. Sehr wahrscheinlich ist aber die Firmware dieses USB-Floppy-Laufwerks das Problem. Angeblich kann man auch ein HD-Floppy-Laufwerk in diesen Atari ST einbauen. Aber bevor ich das mache, versuche ich es mit einer viel besseren Lösung. Dazu muss ich den Atari ST aber trotzdem mal aufschrauben. Atari hat das eigentlich gut gelöst. Die Schrauben, die zum Öffnen des Gehäuses dienen, haben einen eckigeren Schacht, in dem die Schrauben stecken. Dadurch weiß man, wo der Schraubenzieher anzusetzen ist. So, das Gehäuse ist offen, aber wie beim Amiga auch, gibt es eine Metallabschirmung, die nochmal einige Schrauben zu bieten hat. Um das Diskettenlaufwerk auszubauen, muss ich dann nochmal weitere Schrauben von unten lösen. Das Ganze ist über Abstandsbolzen in Position gehalten, das könnte mir auch noch Probleme machen. Die größte Schwierigkeit ist allerdings die spezielle Gehäuseform für den Diskettenschlitz. Hier passt kein normales Laufwerk einfach mal so rein, insbesondere nicht meine Lösung, nämlich ein GoTek-Laufwerksemulator. Ich habe in meinem Amiga 500 ein solches Laufwerk eingebaut und zur Sicherheit gleich noch ein zweites bestellt und modifiziert. Beim Atari ist es sogar noch einfacher, weil hier keine ID umgejumpert werden muss. Also nur die Firmware neu flashen und fertig. Ich habe aber noch ein besseres Display und einen Drehschalter eingebaut. Wie das genau geht, könnt ihr dem GoTek Amiga Video entnehmen. Den Verweis dazu gibt es am Ende dieses Videos hier. Also einfach das Diskettenlaufwerk durch das GoTek-Laufwerk ersetzen. Probehalber setze ich den Laufwerksemulator mal an die entsprechende Stelle und schaue, ob es Probleme geben könnte. Und dummerweise ist das Stromkabel zu kurz. Das GoTek-Laufwerk ist viel kürzer als ein Original Atari Floppy und deshalb passt es nicht. Doch, ich habe ja einiges an Kabel herumliegen und sogar noch ein passendes Verlängerungskabel. Okay, das ist eigentlich ein Verteiler auf zwei Stromanschlüsse, aber das stört mich nicht weiter. Die Kabel haben da schon noch irgendwie Platz. Schwieriger ist dann noch der mechanische Einbau des GoTek-Laufwerks in den Atari. Das Diskettenlaufwerk wird von unten mit Gewindeschrauben befestigt. Das GoTek hat nur Vorbohrungen in Plastik und ein paar Holzschrauben beigelegt. Ihr wisst ja, ich strebe nach Funktion und nicht nach Perfektion, also presse ich die Gewindeschrauben einfach mit etwas Gewalt in das Plastik. Das ist die progressive Art, ein Gewinde zu bohren. Nicht schön, aber selten. Das Zusammenschrauben gestaltet sich dann auch nochmal schwierig. Um von unten zu schrauben, muss ich den Atari ST aufstellen und festhalten, sonst fällt er wieder um. Außerdem sollte ich das Laufwerk in Position halten, da die Abstandsbolzen ansonsten nach unten purzeln. Ach ja, und schrauben muss ich natürlich auch noch. Aber mit vollem Körpereinsatz gelingt es mir letztlich doch. So, dann wollen wir mal einschalten und schauen, was das GoTek-Laufwerk so von sich gibt. Was? Manu, das Kabel ist verdreht. Naja gut, das kann ich ja schnell umdrehen. Okay, also abziehen und andersrum draufstecken. Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt ist das auch zu kurz. Ja, so eine Schande. Ach komm, da muss ich also doch das Blechgehäuse herunterschrauben. Das mache ich jetzt aber im Schnelldurchgang. Schlecht sind im Übrigen auch diese Blechnasen hier, die nur umgebogen sind, um die Abschirmung in Position zu halten. Wenn ich die öfters auf und zu biege, brechen die mit Sicherheit ab. Das Ding ist ganz schön gut verbaut. Um das Blech wegzukriegen, muss ich auch noch das Netzteil entfernen. Und das hat auch noch so Haken, die sich da ein wenig verklemmt haben. Doch, ich springe mal ein Stückchen weiter. Natürlich habe ich erstmal noch den Staub raus und mit Wattestäbchen und einem Reiniger den Dreck entfernt. So, wie ihr seht, ist das Stromkabel fest verlötet, da bleibt mir nur die Verlängerung. Aber das Flachbandkabel kann ich, glaube ich, abziehen. Sitzt ganz schön fest. Ist das eventuell sogar verklebt? Ich nehme einen Schraubenzieher und versuche drunter zu kommen.
Mann, da geht gar nichts. Das ist ja bescheuert. Wer macht denn sowas? Da hat Atari aber aus meiner Sicht echt Mist gebaut. Okay, mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als alles wieder zusammenzubauen. Ich denke, dass ich für das Flachbandkabel dann auch eine Verlängerung brauche. Ich habe schnell geschaut, aber sowas konnte ich nicht bei meinen Bastelsachen finden. Eigentlich sind es ja auch nur 2 cm. Vielleicht finde ich da auch eine Stiftsockelverlängerung oder sowas. Als Alternative könnte ich auch nur den Drehschalter und das Display aus dem Gotek-Gehäuse ausbauen und einfach direkt in das Gehäuse des Atari einbauen. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Ich hatte ja nur keine Disketten für den Atari und wollte ein Game auf ihm zocken. So, jetzt ist alles wieder zusammengebaut und ich lasse das Gotek einfach mal im Innern des Atari liegen. Damit ich an die Drehschalter komme, setze ich das Oberteil des Gehäuses mal nicht wieder drauf. So, einschalten und schauen, was passiert. Es kommt die Flash-Floppy-Meldung und kein Fehler. Sehr gut. Jetzt noch den Stick rein. Oh, Error 31. Das bedeutet, er hat ein Problem mit dem Image. Okay? Vielleicht ist das irgendwie beschädigt. Ich schmeiße schnell ein anderes drauf. So, wieder starten und zum nächsten Spiel navigieren. Yes, er lädt. Und ihr könnt sogar die Trackwechsel hören. Leider ist mein Beamer daneben recht laut, sodass es ziemlich rauscht. Aber wenn ich den Beamer jetzt nach oben richte, dann seht ihr, dass er Rick Dangerous geladen hat. Perfekt. Damit kann ich jetzt meinem ST alle Disketten vorgaukeln, die ich auf den Stick kopiere. Die Joystick-Eingänge von C64 und Amiga und Atari ST sind alle gleich belegt, zumindest größtenteils. Daher kann ich meinen Quickshot ganz einfach anschließen und das Game zocken. Okay, das Spiel funktioniert und ich bin fürs Erste zufrieden. Wenn ihr an Spielen für den Atari ST interessiert seid, dann kann ich euch diese Seite hier empfehlen. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung zu finden. Das ist praktisch eine komplette Sammlung aller Software, die es je für den Atari ST gegeben hat. Aber bitte auf die Lizenzen aufpassen. Hier rechts kann das Paket heruntergeladen werden, allerdings sind es auch gleich mal fast 14 GB, das heißt, es könnte ein wenig dauern und ihr solltet natürlich genügend Platz dafür auf eurer Festplatte haben. Tja, ich hatte keine Atari-Disketten und um ehrlich zu sein, habe ich das auch immer noch nicht. Aber ich habe etwas Besseres gefunden. Der Gotek-Emulator läuft und ich muss mir keine Sorgen machen, dass irgendwann mal irgendeine Diskette ihren Geist aufgibt. Dennoch ist der Emulator noch nicht sauber eingebaut, da der Atari das mechanisch nicht zulässt. Hier muss ich mir noch eine Lösung überlegen. Aber jetzt zocke ich erstmal eine Runde. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das Gotek-Laufwerk angepasst habe, dann schaut euch dieses Video an. Wenn ihr sehen wollt, wie ich die Verbesserung eingebaut habe, dann dieses hier. Ich sag danke fürs Zusehen, schaut doch wieder rein, wenn es heißt Retro und Games. Ciao, bis dann!